Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Cocktailwissenschaftler. Der heutige Cocktail ist der Pineapple Daiquiri. Auch wenn der Name vielleicht ein wenig an schlechte Drinks der 80er und 90er Jahre oder auch schon der 70er Jahre erinnert, an übersüße Slushy mit Eis im Mixer zubereitete Daiquiri-Varianten, ist das hier ganz und gar nicht der Fall, sondern es ist eher eine schöne Variante des klassischen Daiquiri mit Ananas, welche sehr schön gebalanced ist und auf keinen Fall in diese Kategorie fällt, sondern eher unser moderne, simple Tiki-Drinks. Der Drink wurde von Eric Alpern in der Varnish Bar in Downtown Los Angeles erfunden bzw. kreiert. Und diese Bar kennen Sie vielleicht, auch wenn Ihnen der Name vielleicht nicht sagt, aber viele von denen, die hier zuschauen, werden sicher The Educated Barfly bzw. Leandro von The Educated Barfly kennen. Dieser hat nämlich dort gearbeitet und der Erfinder, Eric, war eben eine ganze Zeit lang damit sein Chef. Und The Varnish gehört zur Milk and Honey Familie, der wohl so ziemlich bekanntesten Barkette der ganzen Welt und wohl auch zu einer der besten. All die großen Namen, die dort gearbeitet haben, Drinks, welche dort erfunden wurden. Ja, jeder, der sich ein wenig damit auseinandergesetzt hat, muss zwangsläufig über Milk and Honey gestolpert sein. Der Drink an sich ist relativ einfach und so einfach wie er ist, so lecker ist er auch. Und deswegen fangen wir jetzt an. Wir brauchen Limette, frischen Ananassaft. Wenn Sie gekauften nehmen, Sie können aus frische Ananas können frischen Ananas entsaften und dann diesen Saft mit gekauftem Ananassaft versetzen. Oder wenn Sie nur gekauften nehmen möchten, dann bitte 100% Ananas nicht gesüßt. Des Weiteren brauchen wir noch Zuckersirup, wie immer 1 zu 1. Und statt bei einem klassischen Daiquiri, welcher mit weißem Rum zubereitet wird, nehmen wir hier schwarzen Rum. Welchen Sie dann nehmen, ist ganz Ihren Vorlieben überlassen. Ich mag zum Beispiel hier den Bacardi ganz gerne. Letztes Mal hatten wir ja Gosling, auch eine gute Wahl. Ganz einfach, was Sie da haben, was Sie mögen. Wie immer fangen wir an mit der günstigsten Zutat. Das ist in dem Fall entweder der Zuckersirup oder die Limette. Einen Ananassaft können Sie im Prinzip auch mit anfangen. Im Gegensatz zum Sour oder zum Daiquiri brauchen wir diesmal nicht ganz so viel Limettensaft und Zuckersirup. Das dient beides lediglich ein wenig dazu, um den Ananassaft zu helfen, eine gewisse Süße und auch eine gewisse Säure zu bekommen. Deswegen brauchen wir lediglich 15 Milliliter 1,5 cl frisch gepressten Limettensaft. Wie immer frisch gepresst. Ganz einfach aus dem Grund, dass der, den man kaufen kann, der ist zwar auch, wenn er 100% Saft ist, natürlich nicht so schlecht, aber es ist kein Vergleich dazu, wie ein frisch gepresster Zitrussaft schmeckt. Generell bei Zitrussäften sollten Sie diese wirklich immer frisch pressen und nicht den gekauften nehmen. Wenn Sie mehrere Drinks machen, dann pressen Sie lieber ein wenig vor, aber trotzdem frisch. Maximal 24 Stunden alt. Des Weiteren, natürlich nachdem wir das in den Shaker gegeben haben, 1,5 cl, also dieselbe Menge, Zuckersirup. Jetzt 2,25 cl Ananassaft. Und zum Abschluss, wie immer, die teuerste Zutat zuletzt, falls Sie auf dem Weg irgendwas falsch machen, 6 cl schwarzen Rum. Der Drink wird, wie Sie sicher schon sehen, geshakt und dann noch doppelt abgesaiht. Zum Shaken, wie immer, einen kleinen Eiswürfel, der für die Verdünnung sorgt, und einen großen Eiswürfel, der dafür sorgt, gerade bei Ananassaft, welcher wirklich sehr schön aufschäumt, den Schaum zu erzeugen und den Drink stark abzukühlen, ohne dabei zu viel zu verwässern. Wenn Sie nicht solche großen Eiswürfel haben, dann können Sie selbstverständlich auch einfach viele kleinere Eiswürfel nehmen. Und das hat dann einen ähnlichen Effekt. Sie haben zwar mehr Oberfläche, dadurch verlieren die Eiswürfel auch schneller Temperatur und geben eher dann doch noch etwas mehr Schmelzwasser ab. Aber alles ist besser als zu wenig Eiswürfel zu nehmen. Also beim Cocktail machen wirklich immer viele. Das lassen wir jetzt ganz kurz sitzen, damit das Eis temperieren kann, nicht bricht beim Shaken.
Da mein Eis jetzt schon draußen stand, ist das nicht ganz so wichtig, aber wenn Sie das machen, das frisch aus dem Gefrierer holen, sollten Sie das auf jeden Fall tun. Jetzt shaken wir so ungefähr 13 Sekunden. Dann wie immer mit einem kräftigen Schlag lösen. Ah, heute will der Shaker mal wieder nicht. Jetzt geht's. Dann steigt Ihnen sowohl die Ananas als auch der Rum sofort in die Nase. Wirklich wieder sehr schöne Aromen. Das Ganze wird präsentiert im Coupe. Die sind am besten vorkühlen, wenn Sie das machen. Ich möchte die Gläser hier nicht zu sehr vorkühlen, weil sonst beschlagen die so und dann sehen Sie die Farbe des Drinks nicht. Und es ist für Sie zu Hause immer schön, wenn Sie genau sehen können, welche Farbe hat der Drink, wie sieht er aus. Da können Sie einfach dann viel besser daran ahnen, ob Sie alles richtig gemacht haben oder eben nicht. Jetzt doppelt in das Coupe abseihen. Wie immer bei der Ananas hat man eine schöne Schaumbildung. Und im Prinzip können Sie den Drink jetzt so servieren. Oder Sie können ihn natürlich auch mit einem Limettenrad oder Teilen der Ananas verzieren. In dem Fall nehme ich mir jetzt hier einfach zwei Ananasblätter. Die können Sie ganz einfach oben rauszupfen, gegebenenfalls noch abwaschen und befestigt ihr die hier mit einer Klammer am Glas. Es sieht einfach immer ganz schön aus, gerade wenn man Ananas im Drink hat, dann kann man sowas auch auf jeden Fall mal machen. So, bevor wir jetzt wie immer zum besten Teil, zum Probieren kommen, möchte ich Sie noch bitten, einmal in die Videobeschreibung zu gucken und natürlich auch, wenn Sie mehr Drinks sehen möchten, von mir ein Abonnement dazulassen, sowie gegebenenfalls das Video zu liken. So, jetzt zum Probieren. In der Nase haben Sie auf jeden Fall die Ananas, auch eine gewisse Säure und nach der Ananas kommt natürlich direkt der Rum. Den merken Sie. Sie merken die dunklen Noten des schwarzen Rums, die Melasse. Sehr schönes Aroma. Und jetzt probieren wir dann mal. Wirklich ein tolles Rezept. Hat sich ja auf dem Papier schon angekündigt. Aber beim Probieren merken Sie auf jeden Fall, es ist eben nicht dieser übersüße Clubdrink, sondern es ist wirklich richtig schön gebalanced. Das fühlt sich vom Mundgefühl an wie ein echter Daiquiri. Ein ganz simpler, aber eben mit diesen dunklen Noten, mit diesen wirklich etwas schwereren, trotzdem süßen Noten des schwarzen Rums. Dazu der Ananassaft, der schon deutlich ist, aber den Drink nicht dominiert, sondern schön noch den Rum zusätzlich umspielt. Und der Zuckersirup und die Limette runden den Drink wirklich wunderbar ab. Kann ich wirklich empfehlen. Können Sie gerne mal zu Hause nachmachen. Im letzten Drink hatten wir natürlich auch schon beim Planters Punch den schwarzen Rum verwendet. Das heißt, wenn Sie sowieso welchen da haben, da eignet sich nicht nur für Long Drinks mit Ginger Beer oder mit Ginger Ale oder nicht nur mit Cola, sondern eben auch in sehr vielen Cocktails mit wirklich sehr schönen Varianten. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, freue mich das nächste Mal auf Sie und auf Wiedersehen.